Ah, die Luca-App. Vor einer Weile habe ich ja schon ein Video über die Verschlüsselungsangelegenheit der Luca-App gemacht. Die Luca-App behauptet nämlich steif und fest, dass ihre Kundendaten, sprich eure Daten, sicher gespeichert werden und niemand drauf zugreifen kann. Dem ist nicht so. Doch lasst uns vorne anfangen, denn seither ist noch sehr viel mehr passiert. Heute geht es um Steuergeldverschwendung von deutlich mehr als 21 Millionen Euro. Es geht um einen verzweifelten, digital inkompetenten Staat und eine Firma, die die Pandemie gnadenlos instrumentalisiert hat, um sich selbst zu bereichern. Willkommen zu meinem allerersten offiziellen Exposed. Willkommen zum Luca Fail. Die Luca-App ist während der Corona-Pandemie aus dem Boden gestampft worden und von fast allen Bundesländern, genau genommen 13 von den 16 Bundesländern, gekauft und genutzt worden, um Kontakte nachzuverfolgen. Das große Versprechen war, zurück zur Normalität. Weiß man, wer infiziert sein könnte, kann man für diese Person natürlich eine Quarantäne verhängen und so könnte man die ganze Pandemie eingrenzen. Hat ja gut funktioniert. Das heißt aber auch, dass Millionen von Menschen ihre Daten einer App geben, die mal soeben von einem kleinen Team erstellt wurde. Millionen von Menschen vertrauen darauf, dass ihre Daten nicht verkauft, missbraucht oder manipuliert werden. Doch dazu muss die Luca-App einiges leisten. Für Hacker ist ein System wie die Luca-App eine Goldgrube. Und nicht nur für die. Doch dazu kommen wir gleich. Doch fangen wir vorne an. Wer sind eigentlich die Leute hinter der Luca-App? Hinter der Luca-App befinden sich mehrere Organisationen. Zum einen die Fantastischen Vier, die in den 90ern erfolgreiche Popsongs produziert haben. Vor allem der Rapper Smudo hat sich hier um extrem viel Marketing bemüht und ist auf Tour zu den ganzen Bundesländern gefahren. Vor allem die Anne-Will-Sendung am 28.02. hat hier wahnsinnig viel dazu beigetragen. Entwickelt wird die App aber hauptsächlich von Nexenio und Culture for Life. Die wesentlichen Namen dahinter sind Philipp Berger, Markus Trojan, der eigentlich nicht direkt was mit dem Trojaner zu tun hat, und Patrick Hennig. Nexenio hat zuvor an einem Produkt namens Seamless Me entwickelt. Das ist eine App, die automatischen Zugang zu Gebäuden erlaubt, wenn man sich den Türen nähert. Damit man aber gegen Diebstahl sicher ist, wird das nicht einfach immer gemacht, wenn man sich der Tür nähert, sondern nur, wenn die Gangart zum Besitzer passt. Ja, richtig gehört. Die Mitentwickler hinter der Luca-App haben eine künstliche Intelligenz entwickelt, die Personen anhand ihres Gangs auf dem Handy identifiziert. Vertrauenserweckend, 5 von 7. Der CEO von Nexenio, Patrick Hennig, hat übrigens einige Publikationen auf seinem LinkedIn angegeben. Darunter befindet sich ein Paper zum Thema Emotionsanalyse für Trendthemen, örtliche Fokuserkennung basierend auf Location-Trackern und Social-Media-Crawling. Die anderen beiden scheinen keine wirklich öffentlichen Profile auf LinkedIn zu haben. Bei der Luca-App auf LinkedIn sind nämlich nur 5 Mitarbeiter gemeldet. Für dieses System wurden bundesweit ca. 22 Millionen Euro ausgegeben. Warum ich euch keine genaue Zahlen nenne, das liegt nicht daran, dass ich keine Lust habe zu rechnen, sondern weil es keine Zahlen dafür gibt. Die wurden nämlich in vielen Fällen von den Bundesländern nicht veröffentlicht. Die Länder haben sich jeweils ein Jahresabo Luca-App plus Einrichtungsgebühr gekauft. Das ist das teuerste Abo, was ich jemals gesehen habe. Bayern allein hat ca. 5,5 Millionen Euro gezahlt für das erste Jahr Luca-App. Und zu diesem Zeitpunkt lagen unglaublich viele Informationen noch gar nicht vor. Datenschutz-Folgeabschätzung war nicht zu finden. Abgleich mit den Anforderungen des Chaos Computer Clubs und dem D64 e.V., Code, Architektur, Verschlüsselungsdetails, nix da. Es wurde wie in einer Nacht- und Nebel-Aktion beschlossen, dass die Länder jetzt sofort die Luca-App verwenden sollen. Eigentlich sollte rein rechtlich gesehen auch ein Wettbewerb für solch eine Investition ausgeschrieben werden, denn Konkurrenzsysteme wurden hier nicht wirklich in Betracht gezogen. Es gab keine Ausschreibung oder ähnliches, denn eigentlich hatten wir schon ein System, das genau dieses Feature der Kontaktverfolgung hatte und hat. Die Corona-Warn-App, für die auch übrigens einige Millionen draufgegangen sind. Und klar, zu dem Zeitpunkt lief deren Kontaktverfolgung noch anders, aber schon seit einer Weile kann die Corona-App alles, was die Luca-App kann und auch noch mehr. Risikobewertung zum Beispiel kann die Luca-App nur bei sehr, sehr kleinen Bereichen. Die Corona-Warn-App kann das immer und vor allem auch automatisch, also ohne Check-in.
Dennoch wurde beschlossen, dass die Gesundheitsämter jetzt auch damit arbeiten müssen, also mit der Luca-App. Kurz darauf wurde ein Paper veröffentlicht, eine ordentliche wissenschaftliche Arbeit, die ich auch in meinem letzten Video zitiert habe. Schaut euch daher das Video gerne nochmal kurz an. Und kurz zusammengefasst, ich möchte nicht ins Detail gehen, die Verschlüsselung der Luca-App tut nur so, als wäre sie verschlüsselt. In Wahrheit kann man diesen Mechanismus schnell umgehen und massiven Schaden anrichten, Leute diffamieren, Veranstaltungen, Individuen und so weiter. Dazu nutzen auch noch die Gesundheitsämter alle denselben Schlüssel und es gibt noch zig mehr daran auszusetzen, aber wie gesagt, das habe ich ja alles schon mal genauer behandelt. Eine genaue Untersuchung ergab übrigens, dass der Landesbeauftragte für Datenschutz in Rheinland-Pfalz nicht an der Untersuchung der Luca-App beteiligt war. Das sagt er zumindest selbst. Witzigerweise behauptet das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz, dass er durchaus daran beteiligt gewesen wäre. Was denn nun? Wie das passieren kann, ist mir wirklich schleierhaft schon wieder. Fast zugleich wurde übrigens eine dringende Anfrage an die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit gesendet. Weil bei der Luca-App in Echtzeit nachverfolgt werden konnte, wo gerade Veranstaltungen stattfinden, welche Menschen gemeinsam auf einer Veranstaltung sind und welche Veranstaltungen von einem oder mehreren Covid-Positiven besucht wurden. Außerdem wurden technische Mängel gemeldet, die Content Security Policy fehlt, Referrer wurden übermittelt, was nicht sein darf, gehostet wurde das ganze Ding bei Google, auch nicht gerade geil für Datenschutz, und es werden ein Haufen nicht notwendiger Metadaten übertragen. User Agents zum Beispiel, die bei einer Identifikation helfen könnten. All das wäre von einer Datenschutzuntersuchung definitiv gefunden worden, aber ja, gab's ja nicht so richtig. Sehr clever, wenn das Backend übrigens mies verschlüsselt ist. Die Anfrage bis heute übrigens unbeantwortet. Witzig wurde die ganze Sache dann, als der Produktivbetrieb gestartet ist. Ein kleines Beispiel, oder sollte ich vielleicht sagen, ein großes Beispiel, denn der Maximilianpark Hamm ist 22 Hektar groß und hat nur einen Luca-Code. Der wird also gleich behandelt wie eine Halle, wo ein Konzert drin ist und auf 100 Quadratmetern über 1000 Leute zusammenkommen. Ziemlich clever. Zeitgleich hat Jan Böhmermann übrigens sein kleines Experiment durchgeführt und festgestellt, dass man mit der App eigentlich von überall einchecken kann. So kam es dann, dass um 0.40 Uhr mehrere tausend Menschen im Zoo in Osnabrück eingecheckt sind und dort ein richtiger Corona-Hotspot entstanden ist, ohne dass wirklich auch nur eine Person physisch vor Ort war. Außer natürlich Elefantenbaby Jaro, aber das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt als Person bezeichnen. Was sich witzig anhört, ist aber für die Gesundheitsbehörden ein absoluter Albtraum gewesen. Wie soll man mit den Leuten verfahren? Es könnte ja tatsächlich solch ein Event passiert sein. Theoretisch wäre es vernünftig, jeden Einzelnen mit einem PCR-Test zu testen. Dass das Personal dort an den Testlaboren auch aber am Verzweifeln ist und auch deren Materialien übrigens begrenzt sind, ist dann nicht ganz so relevant gewesen. Doch immerhin, die Luca-App hatte versprochen, Open Source zu werden. Und das soll Vertrauen schaffen. Auch wenn sie schon in Betrieb war, ist es eigentlich besser spät als nie. Aber vielleicht dann doch nicht auf diese Art und Weise. Denn es wurde erstmal nur ein wirklich sehr, sehr kleiner Teil des gesamten Codes veröffentlicht. Der Rest sei noch in Arbeit. Dazu muss man sagen, dass man den Code gerade nicht bearbeiten sollte, um ihn zu veröffentlichen. Außerdem war die Lizenz nicht nur so streng, dass ich mit euch nicht mal den Code angucken durfte, sondern es war auch nur ein einziger Commit. Zu den Commits. Hat man alle Commits in einem Code, kann man nachvollziehen, was genau alles immer verändert wurde. Bei jedem Mal speichern sozusagen sind das die Zwischenschritte. Man hat quasi den originalen Verlauf, wie dieses Produkt entstanden ist. In diesem Fall gab es wie gesagt nur einen einzigen Eintrag. Das heißt, ein erfahrenes Team an Entwicklern hat entweder diese tatsächlich absolut typische und von jedem Team genutzte Technologie nicht genutzt, was maximal unprofessionell gewesen wäre, oder aber sie wollten gezielt verbergen, was in der Vergangenheit wirklich im Code drin stand, was maximal verdächtig ist. Sucht euch aus. Witzigerweise war die Lizenz sogar so streng, dass die Luca-App-Entwickler bei der Veröffentlichung ihres Codefragments sogar ihre eigene Lizenz verletzten.
Scheinbar wurde sogar ein Stück Code von einem Wiener Entwickler geklaut und einfach verwendet. Den Lizenzhinweis für sein Werk haben sie einfach rausgeschnitten. Der hat jetzt rechtliche Schritte dagegen eingeleitet. Kurz darauf wurde die Lizenz in eine echte Open Source Lizenz allerdings umgewandelt. In den folgenden Wochen, das war dann im April, wurden immer mehr Sicherheitslücken offenbart, jetzt wo man Zugriff zu dem Source Code hatte. So wurden zum Beispiel die TANs, die von den Schlüsselanhängern genutzt wurden, nicht validiert und jede sechsstellige Zahl war gültig. Noch viel schlimmer, ein Twitter-Nutzer teilte einen QR-Code und es meldeten sich über 400.000 Beteiligte an. Das wussten wir zwar schon, dass das geht, aber die Macher von der Luca-App haben jetzt eingreifen können und haben einfach die Veranstaltung gelöscht. Mit der Begründung, es handelt sich offensichtlich um Missbrauch. Damit haben sie quasi selber bewiesen, dass die Macher der Luca-App eingreifen können und auch sehen können, wie viele Leute gerade bei einer Veranstaltung sind, obwohl sie es eigentlich nicht wissen dürften. Später haben sie allerdings behauptet, dass das ein neues Feature sei und man eine Obergrenze für Teilnehmer festgelegt hat, um Missbrauch zu erkennen. Der Code war übrigens zu diesem Zeitpunkt noch nirgends gesehen und theoretisch sollte der ja da Open Source zu sehen sein. Deswegen Open Source. Und eigentlich würde man auch mit so einem Feature nicht komplett Veranstaltungen löschen, aber hey. Die Luca-App kann ja zudem anonyme QR-Codes erstellen für private Gastgeber. Mit einem einzeiligen Skript, das auf Twitter geteilt wurde, ließen sich für diese Gastgeber QR-Codes automatisch erstellen, die dieser einlesen konnte, die aber ansonsten komplett wirkungslos waren. Das heißt quasi Fake-Teilnehmer. Dazu kommen wir aber nachher nochmal im Detail. Es findet also auch auf der Seite der Betreiber nicht wirklich eine Verifikation der Daten statt. Übrigens, Betreiber können auch ihre QR-Codes so manipulieren, dass sie an Nutzerdaten kommen können. Auch das SMS-TAN-Verfahren, was zur Verifikation der Nutzer eingesetzt wurde, ließ sich umgehen, weil, es wurde halt nur in der App geprüft, das heißt wirklich auf dem Gerät. Sowas muss eigentlich auf dem Server getestet werden, denn ansonsten kann man es, wie gesagt, einfach umgehen, indem man es nur halt so aushebelt. Ein paar Tage später gab es den nächsten großen Crash. LucaTrack. Die Schlüsselanhänger, die Luca-App anbot, konnten vollständig ausgelesen werden. Damit konnte man von den Leuten mit den Schlüsselanhängern alle Veranstaltungen, private Treffen und so weiter der Person auslesen und ein Tracking war effektiv möglich. Selbiges ist aber ohnehin von den Betreibern der Luca-App auf dem Server möglich, das zeigt eine Metadatenanalyse. Die Codes der Schlüsselanhänger verändern sich nämlich nicht. Bei der App gibt es immerhin noch wechselnde Trace-IDs, aber die haben die Schlüsselanhänger nicht. Das heißt, das ist immer dieselbe Person und kein bisschen anonymisiert. Aus diesem Grund ist dann am 13.04. auch der CCC eingeschritten und hat die Bundesnotbremse gefordert. Ein angenehmer Nebeneffekt der relativ offenen Daten, übrigens Ralf Rottmann hat ein Tool gebaut, mit dem man live tracken kann, wo die Luca-App wie eingesetzt wird und wie viele Trackings es gibt tatsächlich. Fun Fact, zur aktuellen Zeit, wo ich dieses Skript schreibe, sind wir gerade mal bei 1343 angeforderten Trackings pro Tag. Auf ganz Deutschland. Bei unserer aktuellen Inzidenz über 50, was bedeutet 50 von 100.000 Leuten sind infiziert, ist das erschreckend wenig. Vermutlich ist diese Zahl aber sogar noch zu hoch, diese 1343, denn die Luca-App fügt den Daten sogenannte Fake-Traces hinzu, die von dem Tool nicht richtig erkannt werden. Das heißt, eigentlich sind da auch noch die Fake-Daten dabei und die müsste man rausrechnen. Also wahrscheinlich sind wir deutlich unter 1000. Bei diesen Daten fällt dann aber auch auf, dass Keys von Gesundheitsämtern einfach gewechselt werden, ohne dass es irgendwer nachvollziehen kann. Mal da, mal da, mal da, aber nicht irgendwie regelmäßig oder so. Luca und die Ämter äußern sich dazu übrigens nicht. Besonders schlimm, von diesen Traces, habe ich ja gerade vorhin gesprochen, das sind diese Nachfragen von Gesundheitsämtern, da wurden Traces von Gesundheitsämtern gefunden, die eigentlich gar keinen Schlüssel mehr haben. Das könnte wiederum ein Anzeichen sein, dass Hacker versuchen, Daten abzugreifen, auf die sie eigentlich keinen Zugriff haben. Doch trotzdem wird die Luca-App weiter verwendet und immer mehr eingesetzt. Das Peng-Kollektiv zeigt Anfang Mai dann, dass auch fremde Menschen einfach so einchecken könnten, also ohne dass ihre Namen irgendwie validiert werden würden. Die Luca-App. Kontaktverfolgung leicht gemacht. Die Wunderwaffe
gegen Corona. Ich checke das mit Luca. Piep, piep. Dann treffe ich mich wieder voll mit der Oma. Privates Treffen. Piep. Am nächsten Tag möchte ich gerne zu den Fandas aufs Konzert. 4000 Leute. Endlich wieder das machen, worauf wir seit über einem Jahr Bock haben. Und das Beste ist... alles mit vollem Datenschutz. Wer kann da Nein sagen? Ich hab die jetzt bestellt. Geil. Ohne, dass ich mich mit technischen Details auskenne. Ups. Ich will die jetzt implementieren und anbieten. Okay, Michi, chill mal. Wenn du dich nicht mit den technischen Details auskennst, dann schauen wir uns das mal an. Sei uns nicht böse, aber wir haben da was gefunden. Was wäre, wenn da eine klitzekleine Sicherheitslücke im Code wäre? Wie war das nochmal mit Datenschutz? Okay, Spaß beiseite. Ich bin drin. Wir haben das Ding gehackt. Das ist ja einfach. Schau mal. Jeder kann jeden x-beliebigen Menschen ganz einfach in jeden x-beliebigen Ort einloggen. Lass mal sehen. Wer bin ich eigentlich? Und wo will ich heute hin? Einfach ganz bequem vom Sofa aus Eis essen, ins Kino gehen oder in den Zoo. Oder vielleicht war sie ja da. Oder er? 1000 Check-ins bei dem kleinen Restaurant nebenan? Und wer war eigentlich gestern alles beim Urologen? Piep, 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 piep. Jetzt bin ich verwirrt. Piep. Wären die Daten für die Gesundheitsämter dann überhaupt noch relevant? I was tempted. Und können wir Luca dann noch vertrauen? Ja, das haben wir uns auch gedacht. Unsere Empfehlung: Lasst euch keinen teuren Schrott andrehen. Vor allem, wenn ihr schon eine App habt, die viel besser ist. Ganz liebe Grüße von Peng. Und wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr euch ja melden. Das heißt, auch wenn ihr gar keine Luca-App nutzt, jemand anders könnte euch einchecken. Und genau das gab es dann tatsächlich auch. Einzelne Veranstalter, die die Luca-App benutzten, haben Leute, die per Papier ihre Daten angegeben haben, von Hand in die Luca-App eingecheckt. Das heißt, eure Daten könnten auch bei der Luca-App drin sein, auch wenn ihr sie nicht nutzt. Na, wer von euch hat schon Datenschutzzucken bei den Augen? Fun Fact übrigens, die Schlüsselanhänger funktionieren Mitte Mai noch immer nicht, obwohl der Millionenvertrag schon 2 Monate läuft. Kein einziges Gesundheitsamt konnte irgendwas nachvollziehen. Dafür kann Nexenio, die auch die Schlüsselanhänger herstellen, das ist ganz gut. Die haben nämlich kompletten Zugriff auf die Seriennummer der Schlüsselanhänger und damit auch auf deren Bewegungsprofil. Schade, dass die nicht den Gesundheitsämtern irgendwie helfen konnten. Doch, hey, hätte eh nichts gebracht. Die Kontaktdaten von den Schlüsselanhängern lassen sich nämlich ändern, sogar im Nachhinein. Also ist ja gar kein Tracking mehr möglich. Man weiß ja nicht mal, ob wirklich derjenige eingecheckt hat, der am Ende dann angerufen wird. Man hat zwar versprochen, die veröffentlichten Schlüsselanhänger zu entvalidieren, das heißt ungültig zu machen, doch auch noch einige Wochen später hat das wunderbar geklappt. Ende Mai wurde dann jedoch das Schönste gefunden für einen Hacker. Eine Remote Code Execution, die man von der Luca-App einschleißen konnte ins Gesundheitsamt. Das heißt übersetzt, durch spezielle Kontaktdaten, die man ja selbst wählen kann, also nicht den Namen eintragen, sondern irgendwas Kryptisches eintragen, irgendwas Spezielles, hätte man beliebigen Code auf den Computern des Gesundheitsamts ausführen können. Das heißt aber natürlich auch, dass Nutzerdaten gestohlen worden sein könnten. Auch die von den Leuten, die eigentlich selbst sich gar nicht registriert haben. Aber lieber 2 Wochen vor der Corona-Warn-App verwenden, wird ja schon gut gehen. Tja. Gerade in Kombination damit, dass man ja von überall einchecken kann, ist da, ohne auch nur das Haus einmal zu verlassen, wirklich jedes Gesundheitsamt in Gefahr. Die Luca-App-Entwickler leugnen zunächst, dass eine solche Sicherheitslücke überhaupt existiert, schieben anschließend dann die Schuld auf die Behörden und sagen, man solle bitte keine Makros aktivieren. Außerdem habe man ja die OWASP-Richtlinien umgesetzt. Das sind Richtlinien für Webanwendungen bzw. gegen Schwachstellen in Webanwendungen, aber leider wurden diese falsch umgesetzt, und zwar nicht auf den kompletten Datensatz, sondern nur auf den jeweiligen Eintrag an sich. Übrigens, der Fix, also das, was quasi den Fehler reparieren sollte, den die Luca-App dafür anbot, hatte leider zur Folge, dass Bindestriche, Punkte, Plus und Add entfernt wurden, im Endeffekt alle Sonderzeichen.
Ja, wenn man das dann mit Kontaktinformationen vergleicht, dann wird's natürlich ein bisschen interessant. Denn versucht mal jemanden per E-Mail zu kontaktieren ohne Bindestrich, Punkt und @. Oder jemanden automatisch anzurufen, wenn das Plus vor der 49 für Deutschland einfach fehlt. Auch ganze Wortteile wie from wurden einfach entfernt. Also viel Spaß mit Ihrer Pandemie, Herr From, mit Doppel-M. Qualitätskontrolle bei Luca läuft wirklich gut. Und trotz diesem Fix taucht einen Tag später wieder eine Schwachstelle auf, mit der man ein Gesundheitsamt mit Ransomware hätte infizieren können. Das heißt, auch hier wieder die richtigen Nutzernamen wählen und schon hat das Gesundheitsamt eure Daten komplett nur noch verschlüsselt vorliegen. Also alle Daten, nicht nur eure. Und zwar so verschlüsselt, dass man sie nicht einfach wieder entschlüsseln kann wie bei der Luca-App, sondern so, dass man dafür Lösegeld zahlen muss und Glück haben muss, dass man sie wieder entschlüsselt bekommt. Kurz darauf, nämlich am 5.6., wurde der Luca-App die Corona-Konformität in Nordrhein-Westfalen entzogen. Tracking mit Luca-App ist also nicht mehr ausreichend, weil keine Namen der eingecheckten Leute angezeigt werden können. Luca behauptet selbst allerdings, das ginge noch, das Land NRW ist aber zum Glück hart geblieben und bietet diese App nicht mehr an. Mitte Juni fühlte man sich dann dazu berufen, Impfpässe einscannen zu wollen. Aber nicht irgendwie aus einem Verfolgungsgrund oder sowas, sondern man wollte damit die Kontaktdaten verifizieren. Man überprüft also den Namen auf dem Impfzertifikat und vergleicht den mit dem Namen, der in der Luca-App hinterlegt wurde. Das ist ein direkt angekündigter Verstoß gegen die Datenschutzrichtlinie, mit dem man hier Werbung gemacht hat. Trotzdem wurde ein weiterer Denial-of-Service-Angriff, also ähnlich dem der Ransomware, nochmal gefunden, der wieder mal jedes Gesundheitsamt hätte lahmlegen können. Allmählich haben die Forscher, die Luca-App ständig gratis testen, keinen Bock mehr und stellen kollektiv ihre Arbeit ein. Kann ich verstehen, denn das ist eigentlich die Aufgabe der Luca-App, nicht von gratis Pentestern. Luca-App kriegt Millionen, Markus Mengs nur Häme von den Entwicklern und muss sich ständig rechtfertigen? Kann ja eigentlich nicht sein. Denn Bug-Bounty-Programm gibt es keins bei der Luca-App. Das ist quasi ein System, wo man, wenn man was findet als Bug, Geld dafür bekommt von den Entwicklern, weil die es eigentlich finden müssten. Gibt's nicht. Auch das BSI twittert Ende Juni, dass sie lieber weiterhin die Corona-Warn-App unterstützen wollen, da dies ja die offizielle App zur Infektionsverfolgung sei. Trotzdem rühmt man sich einen Tag später mit immer mehr Nutzern. Warum? Naja, jedes Mal, wenn ein Veranstalter Kontaktdaten einträgt, zählen diese als neuer Account. Das heißt, jeder Nutzer hat nicht nur einen, sondern sehr, sehr viele Accounts bei der Luca-App. Dazu kommt noch, dass das Peng-Kollektiv bzw. die Luki-App sehr, sehr viele Fake-Accounts mit einem Bot ständig neu erstellen, mehrere hundert Stück am Tag. Die ersten Landkreise steigen deswegen langsam aus, wie etwa zum Beispiel der Ennepe-Ruhr-Kreis und eine IT-Haftpflichtversicherung, wirbt sogar mit der Luca-App als Negativbeispiel und sagt, dass man sogar in solch einem schlimmen Fall noch versichert wäre. Die Luca-App wehrt sich verzweifelt, Kritiker werden sogar abgemahnt. Mal sehen, ob ich auch was für meine Videos bekomme. Ich bin gespannt, aber ich glaube, der Drops ist langsam gelutscht. Ja, und Ende Juli ist es dann soweit. Kontaktverfolgung sollten stattfinden, können aber nicht ausgewertet werden. Hätte man sich ja bei dem Code was denken können. Doch ihr dachtet, jetzt sei alles vorbei? Falsch gedacht, nur 20% der Bevölkerung haben überhaupt bemerkt, was mit der Luca-App los ist. Deswegen bitte teilt dieses Video. Und 15% der Bevölkerung schreiben die negativen Eigenschaften sogar der Corona-Warn-App zu. Baden-Württemberg bzw. einige nicht näher benannte Beteiligte unterschreiben sogar Ende Juli eine Erklärung gemeinsam, dass alle Beteiligten die Luca-App mega wichtig und geil finden würden. Eine Anfrage, wer zur Hölle denn alle Beteiligten wären, ist bis heute nicht beantwortet, denn die Sicherheitsforscher sagen tatsächlich, dass sie das definitiv nicht unterschreiben würden. Trotzdem gehen die Bugs munter weiter. Halle in Klammern Saale wird als Adresse einfach nicht erkannt, weil sind ja Klammern im Namen drin. In Bielefeld können komplett alle Daten plötzlich nicht mehr ausgelesen werden, weil der Schlüssel von der Luca-App getauscht wurde und damit ist die Kontaktverfolgung unmöglich. Und dennoch, die Bewertungen für die Luca-App im Play Store, die sind so bombastisch gut, das glaubt ihr gar nicht. Allerdings nur, weil die Leute denken, sie würden die App eines Restaurants bewerten. Ein raffinierter Schachzug der Entwickler. Super Essen heißt es da zum Beispiel. Direkt darauf hat die Luca-App einen Ausfall von über 46 Stunden.
Zu der Zeit kam nicht eine Anfrage von einem Gesundheitsamt zur Luca-App durch, egal wie viele geschickt wurden. Und auch die Mitarbeiter im Gesundheitsamt sagen allmählich, dass die App zwanghaft aufgenötigt wurde. Derweil im August lehnt das Land Brandenburg jede Anfrage zur Luca-App ab und Mecklenburg-Vorpommern behauptet einfach, es gäbe keinen Vertrag mit der App. Einige Dokumente zeigen hier allerdings ein eindeutiges Gegenteil. In Freiburg hat der CCC beim Gesundheitsamt nachgefragt. 5 von 7 Abfragen bei der Luca-App sind in den letzten 28 Tagen gescheitert. 5 von 7. Und von den über 400 Traces der letzten 28 Tage sind wohl die allermeisten fake. Auch dem Land Bremen scheint all das langsam peinlich zu werden. Dort wartet man nämlich auch noch nach über 3 Monaten auf irgendeine Antwort zu diesem Thema. Derweil sind in Rostock wieder mal Luca-Daten nicht entschlüsselbar. Denn was die Gesundheitsämter erst später erfuhren und nicht von der Luca-App, sie sind für die Schlüssel und das Speichern der alten Schlüssel selbst verantwortlich. Und damit bleibt die Verfolgung natürlich unmöglich, wenn man das selber machen muss, aber es nicht wusste. Und trotzdem, im Saarland werden weitere 46.000 Euro in eine Werbekampagne für die Luca-App investiert. Nicht die Luca-App zahlt das, das Land zahlt das. Und das ist vermutlich bei allen Ländern der Fall, nur beim Saarland weiß man eben die Zahlen. Denn die Länder sind vertraglich verpflichtet, Werbung für die Luca-App zu machen, auf eigene Kosten. Das erklärt auch, warum man auf Kritik zur Luca-App so unfassbar schlecht zu sprechen ist. Doch in Berlin machen sich sogar die Mitarbeiter aus dem Gesundheitsamt stark gegen die Luca-App. Es wird publik, dass man damit überhaupt nicht sinnvoll arbeiten kann, wie ein Artikel der SZ berichtet. Fragen der Mitarbeiter werden von den Entwicklern der Luca-App sogar ignoriert. Sie seien abgetaucht, heißt es da. Das sagt der Amtarzt Nikolai Sawaskan am 11.8. tatsächlich so im Interview. Er meint, ihm sind bundesweit mehrere solcher Ämter bekannt. Dort sei Luca eine Karteileiche, wie er sagt. Auch der Spiegel hat recherchiert. Sie haben mehr als 200 Ämter angefragt. 113 davon haben geantwortet und davon hat die Hälfte, das heißt mehr als 55 Stück, haben zugegeben, noch nie auch nur einen einzigen Fall von Luca abgefragt zu haben. Mittlerweile zweifelt man dann doch öffentlicher am Nutzen der App. Das liegt vor allem an den Daten, die sind nämlich zum Großteil unbrauchbar. Sie stammen vermutlich von Personen, die den Betroffenen meist nicht mal nahe gekommen sind, weil, wie gesagt, erinnert ihr euch an das Beispiel mit dem Park vorhin, 22 Hektar? Und übrigens die Sache mit den Fake-Daten, die hat auch am 15.8. noch immer funktioniert. Daraufhin hat der CCC Freiburg nochmal recherchiert. Von 16.000 gemeldeten Infektionen über einen 4-Tages-Zeitraum, gemeldet vom RKI, wurden insgesamt 137 Luca-Daten freigegeben. Das heißt, mit denen hätte man dann Traces anfragen können als Gesundheitsamt. Ja, 137 von 16.000, das ist nicht mal ein Bruchteil, nicht mal 1% ist das. Und nach der Berliner Datenschutzbeauftragten gibt es noch immer keine ausreichende Rechtsgrundlage für den Einsatz der App. Man speichert immer noch zentralisiert und Missbrauch sei, Zitat, nach wie vor möglich, sagt sie. Als dann am 17.8. das Bundesinnenministerium eine IT-Sicherheitsprüfung der Luca-App durch das BSI ablehnt, ist eigentlich klar, dass es eh vorbei ist. Und ehrlich gesagt ist das auch gut so. Ihr habt mir häufig geschrieben, wie kann es sein, dass das BSI das nicht macht, aber wird das BSI jetzt dazu verdonnert, die App zu testen, könnte ja jeder kommen. Ich meine, ich hätte auch Lust auf einen gratis Pentest des BSI von meiner Webseite und vermutlich würde jeder Betreiber da draußen sowas gerne nehmen, kostet ja nicht mal was. Weimar hat ebenfalls keine Lust mehr zu diesem Zeitpunkt und das Ministerium in Baden-Württemberg hat keinen Überblick mehr. NRW verabschiedet eine neue Corona-Verordnung ohne Kontaktdatenerfassung, weil die Rechtsgrundlage fehlt und Smudo, der Rapper, der ja so intensiv für die Luca-App geworben hat, der hat das letzte Mal am 18. Juni etwas über die App getwittert. Und das war sogar nur ein Retweet. Davor hatte er sich das letzte Mal für die Sache mit dem Impfausweis stark gemacht, dass man den einscannen konnte. Auch die Luca-App selbst hat nur noch dieses Feature gepostet. Davor war der letzte Tweet am 16. Juli, als man beweisen wollte, dass die Verschlüsselung ja doch so toll funktioniert. Spoiler, tut sie immer noch nicht. Mir scheint, es ist vielen noch immer nicht klar. Doch die Luca-App ist Geschichte. Sie hat eine längere Reihe an Bugs als League of Legends. Achtung, Stilmittel der Übertreibung hier. Die Gesundheitsämter haben keine Lust mehr. Es funktioniert nichts. Sicher ist sowieso nichts und helfen tut es auch nichts.
Trotzdem wurden hier mehr als 20 Millionen in den Sand gesetzt. Menschen in diesem Land bewusst mit Werbung von einer unsicheren App beschallt und vor allem Gesundheitsämter einem Risiko des Totalausfalls ausgesetzt, in Zeiten, wo wir gerade diese Gesundheitsämter entlasten sollten. Stellt euch nur mal vor, jedes Gesundheitsamt hätte eine Ransomware aufgespielt bekommen. Das wären in diesem Fall vermutlich wirklich Menschenleben gewesen, die deswegen draufgegangen wären. Denn solange die Ämter betroffen sind, können sie nicht operieren. Im besten Fall wären nur Daten abgeflossen, allerdings sehr sensible Daten. Und das könnte auch durchaus schon passiert sein, denn es ist ja nicht mal klar, ob irgendein Zugriff stattgefunden hat. Könnte also sein. Das Schlimmste ist allerdings trotzdem, wenn ein Gesundheitsamt Daten verliert, sind potenziell alle Luca-Daten, das heißt deutschlandweit, betroffen. Eventuell kommen daher auch die ganzen Smishing-Kampagnen in letzter Zeit, man weiß es ja nicht. Die Macher der Luca-App scheinen sich derweil mit ihren Millionen verdünnisiert zu haben. Ämter bekommen keine Antworten, auf Social Media wird's auch dünn. Ich würde sagen, das war einer der größten Scams, die wir in Deutschland auf staatlicher Ebene seit langem hatten. Da können nicht mal mehr die Maskendeals mithalten. Was unsere Politiker davon haben? Naja, man kann ja zeigen, dass man doch alles tut und man kann ja so kompetent aussehen für die nächste Wahl, die ja jetzt bald ist. Und falls es schief geht, hat man ja immer noch jemand, auf den man die Schuld schieben kann. Doch wenn man die Warnungen und Warnenden ignoriert, ist man meiner Meinung nach am Ende trotzdem selbst durchaus mit Schuld daran. Forscher sind mittlerweile so erbost über diese Situation, dass es eine Website, und jetzt haltet euch fest, eine Website mit einem Zeitstrahl für alle Meldungen bezüglich der Luca-App gibt. Grundsätzlich, so Sebastian, war der Gedanke ja wirklich gut und das sehen die meisten von uns so. Aber ohne richtige Audits, ohne Bugfixes etc. bleibt da nicht viel Gutes an der App. Dennoch ist der Zeitstrahl neutral gestaltet und man kann sich selbst einen tollen Überblick verschaffen. Daher geht da auch mein ganz persönlicher Dank hin. Danke an Sebastian Fuhrmann für die ganze Recherche und fürs Probelesen meines Skripts. Danke an Manuel Artuk, wir haben uns diverse Male schon über die Luca-App unterhalten und uns sogar so, glaube ich, erst richtig kennengelernt. Ihn durfte ich vor kurzem als Leiter der Kritis AG in meinem Podcast begrüßen, denn er kümmert sich um Sicherheit von kritischen Infrastrukturen. Ein wahnsinnig spannendes und lebenswichtiges Thema. Und danke an all die Forscher, die unermüdlich Druck machen, dieser ganzen Farce ein Ende zu setzen. Wenn ihr selbst an der Timeline mitentwickeln wollt, sie ist unten verlinkt in der Beschreibung und man kann Sebastian dazu anfragen. Er nimmt sehr, sehr gerne mehr Infos auf und packt die dann natürlich da rein. Was meint ihr zu dem ganzen Thema? Oder habt ihr all das schon gewusst? Oder seid ihr ähnlich so schockiert wie ich jedes Mal, wenn ich irgendwas Neues über diese App lese? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare und denkt dran, dass das Video Menschen erreichen muss, die sich immer noch in Sicherheit wiegen, weil sie das Bugfest namens Luca nutzen. Ah, und wo wir gerade bei Quellen und Twitter sind, folgt mir und den anderen Beteiligten da. Und macht's gut, bis dann.